wirkungsvoll ihre Vorhand einzusetzen. Jetzt allerdings hat das geklappt. Steffi Graf die Rückhand. Punktet. Die Spanierin einmal nach vorn auf. Steffi Graf unter Druck zu setzen. Meisterlich gezirkelt. Dieser Ball passt. Schläge der Spanierin nicht. Der war gut. Also, am Ende entscheidet Conchita Martinez. Worcester, Massachusetts, hatte dann den Namen Virginia Slynn. Das Spiel läuft schon weiter. Und erneut eine umstrittene Entscheidung gegen die Spanierin. Und jetzt machen sich auch die Zuschauer bemerkbar. Linda Hinschau will davon nichts wissen. Da möchte ich schon noch mal die Zeitung sehen. Schwer jetzt wieder cool zu bleiben. Einmal Breakmöglichkeit für Steffi Graf.
in dieser für Conchita Martinez nicht einfachen Phase des Spiels. Schon fast so etwas wie ein Befreiungsschlag. Steffi Graf in der kommenden Woche im New Yorker Madison Square Garden so spielen wird. Die Anzahl der Winnerschläge und der Fehler in den unbedrängten Situationen. Missverhältnis bei Steffi Graf. Passierball von Conchita Martinez, die damit mit 4:3 in Führung. Conchita Martinez an, weiß, sie muss Druck machen, rückt auf nach vorn und das Spiel. Verlust von Steffi Graf in dieser Woche hier in Philadelphia. Sie eröffnet den zweiten Durchgang mit eigenem Aufschlag. Spielt Conchita Martinez mit Steffi Graf. Das bleibt keinen Stopp anzubringen. Ein Aufschlagspiel zu verlieren. Conchita Martinez nicht mehr richtig unter. So, nach Zittern und doch 1:0 Führung für Steffi im zweiten Satz.
wäre Conchita Martinez beinahe noch herangekommen. 0 Führung. Kurz der Lob von. Amüsant nur, dass die beteiligten Spielerinnen die Zahlen alle im Detail gar nicht kennen. Und nicht mal halb so viel drauf geben wie die Journalisten. Conchita Martinez, Steffi Graf ins Leere laufen. Applaus der einmal Breakchance für die 21-Jährige. Schnell genug ist, aber überhastet spielt diesen Ball. Es ist schwer, wenn im Lauf einer solchen Turnierwoche die Gegnerinnen in den ersten Runden einen nicht fordern und dann im Endspiel die erste richtige Aufgabe wartet. Platz war offen. Das Spiel geht an Conchita Martinez. Erneut Aufschlagverlust für Steffi Graf. 3:2 Führung für die Spanier. Die Spanierin verteilt die Bälle, hat eine gute Länge in den Schlägen. Und jetzt, wo die Tür, sagen wir es mal so, ein Spalt weit offen steht, da beginnt natürlich auch das Nachdenken. Zu null geht dieses Aufschlagspiel an die Spanierin. 4:2 Führung. Steffi Graf das einzig Richtige, nämlich stehen bleiben, abwarten, was die Gegnerin macht. Steffi Graf verkürzt auf 3:4 im zweiten Satz. Conchita Martinez behält die Übersicht. Das ist noch zu Beginn der Partie, dass sie mir Fehler mit der Vorhand machte. Und das merkt natürlich auch Conchita Martinez. Oh oh. Erneut Spielgewinn für die Spanierin, die gesehen hat, dass die linke Platzhälfte von ihr. Pause, ist eine lange Zeit. Ist eben die erste richtige Aufgabe, der erste richtige Test im Endspiel wartet, dann kann Matchball Nummer 2. Das ist
ist mutig, was Conchita Martinez da spielt. Den Lob, den bringt sie ins Feld, reckt beide Fäuste hoch. Sie bezwingt Steffi Graf, überraschend, muss man sagen, mit 6:3 und 6:3. Conchita Martinez also im 10. Aufeinandertreffen mit Steffi Graf, zum ersten Mal erfolgreich. Sie stürzt die Titelverteidigerin in Philadelphia vom Thron. Als Resümee muss man sagen, Generalprobe für die Virginia Slims Championships ab Montag, ab morgen in New York gescheitert. Conchita Martinez auf dem Weg zu ihrem Trainer Erik van Harten. Küsschen, Gratulation. Steffi Graf hat offenbar die Pause doch nicht so gut wegstecken können nach dem Turnier in Leipzig. Uns liegt hier kein aktuelles Bulletin vor. Sie hat uns die ganze Woche über erzählt, es gehe ihr gut. Darin ist wohl der Grund nicht zu suchen. Ich sehe eher darin, dass sie in dieser Woche nicht genug gefordert wurde. Sie sollte sich damit begnügen.